Mit Glückwünschen würde ich gerne in diese neue Folge starten. Herzlichen Glückwunsch an die Virage Est und an Studio Blau-Schwarz für den blau-schwarzen Weihnachtsmarkt in der letzten Woche. Wahnsinn, was da los war. Also unfassbar, wie viele Menschen gekommen sind. Das war ganz, 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 ganz großes Kino, große Werbung für die Fanszene, große Werbung für den Verein. Toll, dass so viele Leute da waren, mitgemacht haben, bei der Tombola viel gegessen und getrunken haben, sodass wirklich auch wahrscheinlich eine Menge Geld rumgekommen ist für den guten Zweck. Also vielen, vielen Dank an alle, die da mit so viel Engagement und Herzblut dabei waren. Das schreit nach Wiederholung im nächsten Jahr. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an den neu gewählten Aufsichtsrat beim FCS. Es ist, glaube ich, schon ein Zeichen, dass diejenigen, die das bisher gemacht haben und wieder angetreten sind, alle wiedergewählt wurden. Das zeigt, dass sie das ordentlich gemacht haben und wir alle sehr zufrieden mit ihnen sind. Und ich freue mich sehr, dass auch Oliver Strauch jetzt da künftig mit dabei ist. Ein Blau-Schwarzer durch und durch. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er dem Verein sehr, sehr gut tun wird in diesem Gremium. Heute gibt es mal eine etwas andere Folge. Heute mal keine Folge mit einem aktiven Fußballer oder Trainer, sondern eine Folge mit jemandem, der über den Fußball spricht und das tatsächlich so, wie es kein anderer macht. Christian Straßburger kennt ihr natürlich vor allem von Magenta aus der dritten Liga, macht mittlerweile aber auch die Europa League bei RTL. Er macht bei Sky die zweite Liga, er macht die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft bei der Telekom. Also der ist erst 33, aber der ist richtig fett im Geschäft. Und er macht es halt anders. Er macht es sehr kreativ, er macht es sehr ehrlich und sehr unterhaltsam. Und er liebt das Saarland. Das weiß ich mittlerweile ziemlich gut und ziemlich genau. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er sich ein bisschen Zeit nimmt. Es hat ein bisschen länger gedauert und es ist ein bisschen eine andere Folge, weil wir natürlich auch so ein bisschen über die WM gesprochen haben und das, was er da ausgelöst hat mit seinem Infantino-Spruch, der ihm da rausgerutscht ist, mehr oder weniger. Wir haben natürlich auch über den ersten FC Saarbrücken gesprochen und über das Saarland ganz allgemein. Und ganz wichtig, am Ende habe ich ihm noch einen kleinen Hinweis gegeben, der ganz wichtig ist, denn er wird das nächste Mal im Ludwigspark sein, wenn wir gegen Elversberg spielen. Und ja, guckt's euch an. Er wird jetzt wissen, wie er das Ganze nennt. Dafür war's gut. Ach so, und noch eine Kleinigkeit, wenn ihr euch jetzt gleich wundert, warum ich euch nicht angucke, beziehungsweise nicht in die Kamera gucke am Anfang, das liegt daran, dass ich eine neue Kamera habe. Das habe ich aber gerade eben noch nicht gewusst, beziehungsweise habe ich nicht daran gedacht. Deswegen gucke ich erstmal in eine andere Richtung. Aber Gott sei Dank habe ich es dann im Laufe der Zeit gemerkt und dann habe ich wieder in die richtige Richtung geguckt. Also nicht irritiert sein und jetzt zurücklehnen und ganz, ganz viel Spaß mit dieser besonderen Folge mit Christian Straßburger. Habe die Ehre, Christian Straßburger, hi. Ja, servus, ich freue mich, hier mal dabei sein zu dürfen bei diesem ja bald preisgekrönten, was ist es eigentlich, Podcast, Talkformat, YouTube-Format. Ich habe mal gelesen, man nennt es Vlog, ein Videoblog, keine Ahnung. Ich würde den Preis in jeder Kategorie entgegennehmen, ich bin da ganz flexibel. Ja, auf jeden Fall wärst du der braungebrannteste Moderator in einem Vlog ever. Warst du wieder im Urlaub oder was? Ich war tatsächlich jetzt im Urlaub und es ist noch so ein bisschen der Rest, der thailändische Rest. Aber du hast ja den Urlaub gerade vor dir, also von daher, wo geht's denn hin? Scheint da wenigstens die Sonne. Nein, da scheint nicht die Sonne, da ist es kalt, aber da kann man das Herz und die Seele auftanken. Ich flieg nach New York. Oh, schön. Sehr gut. Hast du irgendwelche Spezialtermine dort oder lässt du einfach die Stadt auf dich wirken? Spezialtermine nicht, nein, jegliche Sportveranstaltungen, die es gibt, so wie Jets, Knicks, das erste Mal zu den Rangers, das wird natürlich mitgenommen, aber ansonsten geht es da einfach nur mal das Jahr Revue passieren zu lassen, die Ereignisse sowohl beruflich als auch privat und vielleicht mit neuer Kraft dann zurückzukehren, wenn ich denn zurückkehre. Wenn sie dich nicht einfach verpflichten dort und du dann irgendwie für einen amerikanischen Sender noch ein bisschen Sport machst. Genau, für da gibt es ja auch Telekom zum Beispiel, T-Online, also es ist alles möglich. Ja, Telekom ist ein gutes Stichwort. Die dritte Liga macht gerade Pause, aber du hattest eben noch keine Pause, weil du für die Telekom jetzt auch die Spiele bei der Weltmeisterschaft kommentiert hast. Ich vermute mal, das ist ein großer Traum, der für dich in Erfüllung gegangen ist, weil auf deiner Homepage kann man es auch lesen, seit du 11 Jahre alt bist, wolltest du Sportkommentator werden und mehr als WM geht ja nicht. Aber jetzt war das ja so eine Spezial-WM. Hat das die Freude so ein bisschen eingetrübt, dass die so umstritten war, diese WM? Du sagst es richtig, mehr WM geht nicht, mehr WM ging nicht. Übrigens, diese Homepage, auf die werde ich immer angesprochen, die müsste ich mal aktualisieren. Das stimmt. Aber ich habe irgendwie das Passwort nicht mehr. Ich muss da nochmal ran.
Ja, klar. Also das muss man zweigeteilt sehen. Die eine Sache ist, natürlich hätte ich mir das anders gewünscht als in Katar, aber ich glaube, dass ich oder dass darüber ja auch wirklich oft gesprochen wurde, dass vor 12 Jahren dieser Fehler begangen wurde von alten Herren, die WM dorthin zu geben. Dann musst du einfach irgendwann umswitchen und sagen, so, jetzt konzentrieren wir uns aufs Sportliche. Und dann waren da sicherlich einige Highlights dabei, insgesamt. Aber wenn ich an persönliche Highlights denke, Argentinien, Saudi-Arabien, da ging es für mich los, als die Saudis dann in der zweiten Hälfte das Spiel drehen. Da wirst du natürlich irre. Brasilien zu kommentieren mit diesen ganzen Stars. Wer hätte gedacht, dass sie dann am Ende ausscheiden? Die waren ja eigentlich schon safe mit dem Weltpokal in der Hand. Und ja, dann endet das Ganze und das ist mein letzter Eindruck mit dem Viertelfinale Argentinien-Niederlande, wo eigentlich schon allen klar war, so, das ist hier geritzt. Und dann diese Schlussphase, zweimal Weghorst, die Verlängerung, das Elfmeterschießen. Ich sag dir, dieses 2-2 werde ich in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen. Das war atemberaubend. Jetzt war es aber ja leider so, dass du gar nicht im Stadion im Klimatisierten in Katar warst, sondern in so einem warmen Studio in München. Warum eigentlich? Ich dachte, die Telekom hat so viel Geld. Da musst du die Telekom fragen. Nein, wir haben einfach, also ganz ehrlich, was da in Ismaning aufgebaut wurde von Magenta TV, das ist schon echt atemberaubend. Diese Studios, diese, ich weiß es gar nicht, 40 Meter LED, diese Augmented Reality, was da alles dabei war, wie viel Herzblut, nicht nur Technik, sondern vor allen Dingen Herzblut da dran hing, mit einem sensationellen Team hinter der Kamera, vor der Kamera mit so Leuten wie Johannes B. Kerner oder Wolf Fuß, der ja dann auch vor Ort war. Ich habe das gar nicht vermisst irgendwie. Natürlich ist man gerne im Stadion, aber das stand gar nicht zur Disposition und ich sag mal so, ich mache mir dann immer die Kopfhörer extrem laut mit der Atmosphäre und versuche mich einfach reinzuversetzen, als würde ich zum Beispiel im Ludwigspark sitzen. Und dann lasse ich mich natürlich irgendwie ein bisschen anfixen und dann habe ich auch kein Problem, das zu adaptieren, als würde ich da im Khalifa Stadium sitzen oder wo auch immer. Du hast uns da ja auch ein bisschen mitgenommen über dein Instagram-Profil, hast immer mal wieder ein paar Fotos geschickt oder gepostet aus diesem Studio. Da sieht man unter anderem auch ganz, ganz viele Zettel, die dann vor dir liegen, wenn du dann kommentierst. Das sind ja Infos, die du dir vorher beschaffst, damit du natürlich auch ein bisschen was weißt über Spieler von Saudi-Arabien, wenn du die kommentierst. Musst du die alle selber suchen, diese Infos, oder werden die dir bereitgestellt? Oder wirst du einfach so fürstlich für das Kommentieren honoriert, dass die sagen, ey, das sollte mit drin sein? Beides. Nein, also wir hatten also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das schlussendlich sind, aber wenn man mal das Analyseteam von Jan Henkel und Manuel Baum reinnimmt, sind das bestimmt 10, 12 Analysten. Und wir haben wirklich vor der WM und spezifisch zu jedem Spiel und jeder Mannschaft herausragende Vorbereitungsmappen bekommen. Und daraus kann man schöpfen. Dazu gibt es Presseberichte, einen Pressespiegel. Dann hatte ich ja einen Assistenten, den Thomas Kraus, der auch gleichzeitig ein guter Freund von mir ist, der ja noch spielt in der Regionalliga. Und wir haben uns Ewigkeiten über Taktik und Ausrichtung etc. unterhalten. Und dann musst du das irgendwie filtern. Und diese Zettel, die du da gesehen hast, das ist dann im Prinzip das, worauf man schaut. Also das sind die beiden Startaufstellungen und dann immer so einzelne Informationen zum jeweiligen Spieler, damit du da drauf schaust und das sofort weißt, A25 spielt bei Atletico, Linksfuß hat mal vor 3 Jahren einen Dreierpack gegen Liverpool geschossen, irgendwie sowas. Und alles andere schwirrt dir irgendwie im Kopf rum, davon musst du sowieso 75% wegschmeißen. Und lässt dich dann einfach ein auf dieses Spiel und was da kommt und wie du reagierst. Bist natürlich auch ruhig, das gehört auch dazu. Also wenn du es nicht schaffen kannst, ruhig zu sein, dann quatschst du die Leute ja voll. Und das braucht dich einfach alles so bei der Weltmeisterschaft. Wenn ich natürlich den FCS kommentiere, dann kenne ich das alles auswendig. Ne? Jeden Spieler, den habe ich Natürlich. ja mittlerweile schon in der Hemdtasche. Ja, und zu dem Job gehört ja eben auch dazu, Bilder zu kommentieren, die dann gerade angeliefert werden, wenn zum Beispiel irgendwelche Leute eingeblendet werden, wie der FIFA-Chef Infantino beim Spiel Ecuador gegen Senegal. Das war in der Vorrunde. Wann hast du gemerkt, dass du da was gesagt hast, was ein paar Wellen schlägt? Wann? Boah, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich danach oder als ich dann danach auf Instagram oder Twitter gegangen bin oder sowas.
Als ich das gesagt habe, habe ich das gesagt, was so in mir war, was ich gefühlt habe. Das war auch das allererste Mal, dass er mir eingeblendet wurde. Ich glaube, rückblickend kann ich sagen, habe ich in dem Moment 3 Sekunden mal drüber nachgedacht. Aber manchmal ist man dann auch nicht Herr seines Mundes, ja. Und dann hab ich das einfach gesagt. Und ich glaube, dass das, was ich da gesagt habe, steht für sich. Und ich habe danach auch, was weiß ich, wie viele Anfragen bekommen und so weiter und so fort. Habe auch 8 Millionen Nachrichten bekommen. Da war nicht viel Negatives dabei. Aber ich habe allen Leuten gesagt, ihr habt es ja gehört, das Ding steht für sich. Und Ja. dann brauche ich da auch nicht noch ausschweifend drüber zu sprechen. Für alle, die es gerade nicht mitlesen konnten, als er eingeblendet wurde, hast du gesagt, anders als im Zirkus sitzen die Clowns hier auf der Tribüne. Ist es bei der Telekom denn gut angekommen? Bist du da zum Rapport bestellt worden? Ich könnte mir vorstellen, dass die Telekom-Chefs sagen, wir zahlen hier einen Arsch voll Geld für die Rechte an die FIFA und unser Kommentator beleidigt mal eben den Chef. Also, ich habe ja gerade gesagt, dass ich diverse Anfragen hatte zu dieser Thematik und allen gesagt habe, herzlichen Dank für die Anfrage. Aber ich habe das gesagt und das steht für sich. Sei dir aber sicher, dass jeder einzelne Mensch, den ich ja auch schon lange kenne bei der Telekom und bei Magenta TV, jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin und auch mir immer den Rücken gestärkt hat. Das macht dieses Team und diese Arbeitsstruktur da einfach aus. Da ist jeder für jeden da, egal ob gut oder schlechte Zeiten. Über den ersten FC Saarbrücken wollen wir gleich natürlich auch noch sprechen. Vorher nochmal zu dir persönlich. Das Jahr geht jetzt so langsam, aber sicher zur Neige. Und du hast gerade schon gesagt, in New York willst du alles auch nochmal ein bisschen sacken lassen. Da ist ja jetzt ein ganz großer Haken nochmal auf deiner Bucketlist dazugekommen in diesem Jahr, weil du bist jetzt offiziell ein Sky-Kommentator. Das ist ja, wenn man Kommentator werden will, eigentlich das große Ziel, dass man es mal zu Sky schafft. Kannst du dich noch daran erinnern, der Moment, als du es erfahren hast? Dass du zu Sky gehst? Ich habe einen Anruf bekommen von einem Menschen, den ich schon 10 Jahre oder sowas kenne, der da bei diesem Verein, wollte ich fast sagen, der da bei diesem TV-Sender arbeitet. Und er hat erstmal grundsätzlich mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ja, und dann hat es natürlich sofort gerattert. Das ist aber nicht mehr so wie früher, wo du jung bist und sofort machst du alle Türen auf, lässt alles liegen, sondern da muss man natürlich Gespräche führen, diverse Gespräche mit diversen Protagonisten, mit aktuellen Arbeitgebern, aber dann auch einem eventuellen neuen. Aber natürlich hat das sofort was mit mir gemacht, weil ich vor 10 Jahren oder 12 Jahren, ja, oder doch 10 eher Praktikant war dort und ich habe da alles mitgenommen. Ich war 10-mal hintereinander in der Zweitligakonferenz freitags. Ich war 10-mal sonntags bei Sky 90, wo die Leute wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, was macht der denn hier? Ne? Und ich habe wirklich jegliches Zeug mitgenommen, weil es mich so brennend interessiert hat. Ich habe versucht, mit Patrick Wasserzieher zu sprechen, der dann auch wirklich sich Zeit genommen hat. Fritz von Thurn und Taxis, die ganzen Leute da, aber auch ich war in der Kabine, in der Kommentatorenkabine zusammen mit Uli Potowski. Ich habe dazugehört. Ich war einfach wie so ein Kind im Süßigkeitenladen und jetzt laufe ich da rein. Guck nach links und rechts und sag mir so, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite und das ist etwas, das kann ich noch gar nicht greifen. Und das sind so Dinge, die ich auf jeden Fall mal in den nächsten Wochen Revue passieren lassen will, sacken lassen will, weil das ist natürlich ein Meilenstein für mich und ich bin auch ganz stolz und ich wurde sensationell aufgenommen. Ich habe tolle Spiele erlebt dort für Sky und freue mich einfach auf die Zukunft da auch. Und diese Formulierung habe die Ehre, die kommt ja bei dir tatsächlich immer, immer am Ende, kurz vor deinem Feierabend, egal ob du jetzt kommentierst oder moderierst. Und ich vermute mal, das hat was mit einem österreichischen Sportkommentator zu tun, ne? Der nämlich eine besondere Bedeutung für dich hat. Zumindest hat Fritz von Thurn und Taxis auch immer gerne habe die Ehre gesagt. Oder sagt es immer noch. Genau, ich weiß aber gar nicht, also klar, es ist von Fritz von Thurn und Taxis, aber nicht aus dem Fernsehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ob er das auch im Fernsehen oder nach Ende der Spiele, sondern ich habe dort einfach Fritz von Thurn und Taxis, den großen Kommentator, der 40 Jahre alles kommentiert hat, damals angefangen am Bayerischen Rundfunk, der hat ja sogar Eishockey gemacht, der hat alles gemacht. Eine absolute Koryphäe, die natürlich, weil wir in Deutschland sind, erst dann richtig geliebt wurde, als er gesagt hat, dass er aufhört. Ne, das haben wir ja nur irgendwie exklusiv für uns in diesem Land. Aber wenn man irgendwie in diesem Bereich was werden will, was machen will, dann wusste man natürlich vorher schon, was das für eine Persönlichkeit ist. Ich habe ihn dann während des Praktikums aber erstmal persönlich kennengelernt, privat kennengelernt und gemerkt, um Gottes Willen,
Wie macht er das? Also der redet mit jedem, egal wer das ist. Und man sagt ja immer so schön im Fernsehbereich, von der Kabelhilfe bis zum Senderchef, immer gleich. Er war zu jedem freundlich, er hatte nahezu alle Namen drauf. Und er hat den Raum betreten und hat den Raum verlassen, immer so mit, ja, hier habe die Ehre. Und ich dachte mir so, wie geil hört sich das denn bitte schön an? Hab das irgendwann mal versucht rauszufinden, was das überhaupt heißt. Und er hat mir mehr oder weniger gesagt, es ist der Respekt gegenüber der Persönlichkeit, es ist der Respekt gegenüber des Raums, wo er gerade war, der Tätigkeit, die er gerade gemacht hat. Und da habe ich einfach gedacht, also besser kann man es ja nicht sagen. Und deswegen hat sich das irgendwann bei mir so eingebrannt, dass ich ja, dass ich das sage. Und zwar auch über Gebühr im Privaten, um es mal so zu sagen. Aber tatsächlich hat ja Fritz von Thun und Taxis für dich eine besondere Bedeutung, weil er mehr oder weniger deine Sportkommentatorenkarriere auch fast hätte beenden können, wenn du es nicht anders hättest auffassen können. Also er Ja, hatte mal ein also Gespräch mit dir. genau, Ein als ich intensives. Praktikant war, ja, als ich Praktikant war, habe ich ein Spiel kommentieren dürfen on Tape, Hannover 96 zu Gast bei Schalke 04. Und das habe ich mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und danach kam, und das muss man sich mal vorstellen, der hat sich Zeit für mich genommen und hat das vorbereitet auf 3, 4, 5 Seiten mit 8 verschiedenen Farben und hat mir gesagt, das und das geht nicht, so hast du es, so hätte man es besser machen können. Hat auch das ein oder andere natürlich auch positive gefunden, aber hat im Prinzip zu mir gesagt, dass es für mich schwer wird, zumindest Bundesliga, Sky, etc. Und das hat mir schon ein bisschen natürlich die Füße unter den Boden, nee, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. So, hier, Lothar Matthäus. Und ja, dann war ich kurz in so einem leeren Raum, sage ich mal. Also ich hatte sowieso, also sage ich mal, zu dieser Zeit war man sowieso irgendwie fragend, wo geht's hin? Schafft man das? Was muss man noch machen? Man kommt ja irgendwann auch an so einen Punkt, da geht so ein Stück weit in Richtung Verzweiflung. Und aber weil er das mit mir gemacht hat, habe ich ein bisschen losgelassen von diesem Traum, habe ein bisschen diese Wucht da rausgenommen, dieses nur das oder nichts. Und just als ich das gemacht habe und ein ehemaliger Freund, den ich heute auch noch kenne, im Prinzip mit mir vereinbart hat, komm, du machst jetzt eine Ausbildung. Damals wäre es bei einem Lebensmittelladen gewesen, also wirklich was ganz anderes. Und ich habe mich entschieden, weißt du was, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt eine Ausbildung. Und dann ist jetzt erstmal gut und dann schauen wir mal weiter. Dann kam auf einmal aus dem Nichts die Möglichkeit, in diese Richtung wieder zu gehen. Und da war mir klar, denn das war auch seine Intention. Er wollte mir dieses Ungesunde da rausnehmen. Ja, er wollte mich in die richtigen Bahnen lenken. Ich habe danach so viel gelernt und über mich selber nachgedacht und diesen Druck rausgenommen und danach lief es mehr oder weniger aus einem Guss und deswegen bin ich ihm da unendlich dankbar. Weiß er das? Das weiß er, ja, das weiß er. Er hat, du musst dir mal vorstellen, der ruft sogar an, wenn ich Geburtstag habe. Ja, also Schon geil. es ist nicht so, dass wir jeden Tag miteinander Kontakt haben. Es ist auch mal so, dass monatelang nichts passiert. Aber, und das ist das Allerwichtigste, das weiß er jetzt nicht und ich will jetzt auch nicht übertreiben. Er ist auch nicht mein Mentor oder sonst irgendwas. Also wir besprechen keine Sendungen. Er ist einfach derjenige, der mir im richtigen Moment, als es mir nicht gut ging, geholfen hat, indem er einfach ehrlich zu mir war. Aber egal, was ich mache, egal, wo ich bin, egal, welcher Schritt auf den nächsten folgt, seine Sätze und ihn als Person habe ich dabei immer im Herzen, weil dann kann ich mich wieder auf das Wichtige, das Wesentliche konzentrieren. Und ja, deswegen ist er beruflich gesehen eines der wichtigsten Eckpfeiler bis hierhin. Und mit Habe die Ehre hat er ja auch dann dafür gesorgt, dass du ein eigenes Markenzeichen bekommst und er hat direkt ja einen Einfluss darauf genommen. Dann lass uns mal ein bisschen über den 1. FC Saarbrücken sprechen. Ich weiß, du kommst gerne zu uns ins Saarland. Wenn du bei dir zu Hause unterwegs bist, da in Mönchengladbach, Köln, wo auch immer, und du redest über die Saarländer oder den 1. FC Saarbrücken, wie beschreibst du die so? Hauptsache good guess, ne, sage ich ja dann immer. Ja. Ja, also was soll ich sagen? Das Saarland, Saarbrücken, da gibt es natürlich also ist ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist natürlich das Fußballerische, sage ich mal, das Stadion, das Berufliche dann auch in diesem Sinne. Das andere ist das Private. Wenn ich an das
an das Fußballerische, berufliche denke, dann denke ich natürlich an den Ludwigspark damals, als er noch im Bau war. Jetzt, wo er fertig ist, sage ich mal mit Anführungszeichen, Ja. mehr oder weniger, dann ist es immer eine Freude gewesen, weil damals, als noch Corona war, ja, es war ja mal Corona, dann waren da, was weiß ich, 200 Leute oder so, plus Stadionsprecher. Und trotzdem war es so dermaßen laut auf der Tribüne, die haben richtig Gas gegeben. Man erinnert sich natürlich sofort an diese ganzen Songs, Daniel Batz und Co. Ne? Und man erinnert sich da an so eine Atmosphäre, die ich vorher nicht so kannte. Und es roch nach Liona, ja, diesen Duft, den ich mir gerne als Parfüm auch hier auf den Hals sprühen würde. Ode Liona. Ja. Das hatte was Heimeliges, das hatte was, man merkt auch die Geschichte dieses Clubs und sowas zieht mich einfach in den Bann. Und auf der privaten Seite ist es einfach so, dass ich da einen Mensch kennengelernt habe, der bis an mein Lebensende einen großen Teil meines Herzens einnehmen wird und einnimmt. Das ist doch schön, dass das ein Saarländer oder eine Saarländerin ist. Weil du gerade eben über Corona-Zeiten sprichst, ich habe ja tatsächlich eine extreme Erinnerung an diese Corona-Zeit. Das war irgendeins dieser Geisterspiele. Du warst der Kommentator von Magenta und nachdem das Spiel zu Ende ist, macht ihr immer noch eure Spielzusammenfassungen und ihr sitzt im Ludwigspark oben unterm Dach. Und der Park war schon mehr oder weniger leer, Zuschauer waren ja eh keine mehr da und du hast deine Spieltagszusammenfassung gemacht und ich habe gerade meine Sachen weggeräumt und dann habe ich dich da oben schreien gehört und das hat halt wirklich so durchs komplette Stadion geschallt. Dann habe ich David Fischer, unseren Geschäftsführer, dazu gerufen und dann standen wir beide unten so in diesem Spielertunnel, haben in dieses Stadion geguckt und haben dich gehört, weil du von oben kommentiert hast. Und da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil du hast irgend so eine Formulierung von wegen Nachspielzeit. Und Nachspielzeit ist Saarbrückenzeit. Das war eins dieser Spiele, wo wir dann irgendwie am Ende nochmal ein Tor gemacht haben. Ganz fantastisch. Also du bist auch tief in meinem Herzen verbunden mit dem Ludwigspark. Dankeschön. Das hast du mir schon mal erzählt und das hat mich damals genauso berührt, wie es mich jetzt berührt hat. Ich wusste schon vorher, als ich wusste, wir machen diese Sendung, dass das ein bisschen emotional für mich werden könnte. Und Dankeschön für die Worte. Und ich bin übrigens auch, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich war ja schon lange nicht mehr Kommentator im Ludwigspark. Ich war die letzten beiden Male jeweils Moderator, habe, glaube ich, über ein Jahr kein Heimspiel des FCS kommentiert und weiß jetzt schon, wenn alles so bleibt, das Derby gegen Elversberg. Oh, sehr gut. Das mache ich. Und da bin ich sauber gespannt. Spätestens da werden wir uns dann also sehen. Man kann ja auch dazu sagen, das können wir hier ruhig mal erzählen, dass bei euch bei Magenta das Saarland sehr, sehr beliebt ist als Arbeitsort. Also wenn da die Einteilung gemacht wird, wer fährt denn wohin am Wochenende, freuen sich offenbar die Leute sehr, dass sie ins Saarland fahren. Da hat auch der Aufnahmeleiter was mit zu tun, das ist nämlich ein Saarländer, Dirk Jochum. Den kennt der ein oder andere noch als DJ Lemmis aus dem Flash in St. Wendel oder als Footballspieler bei den Saarland Hurricanes. Das alles ist er. Und der hat ein besonderes Ritual vor den Spielen. Ja, der grillt Liona. Und danach ist das für mich im Prinzip schon, also das darf ich nicht zu laut sagen, nicht, dass die Leute von Magenta dazuhören. Im Prinzip würde ich das auch ehrenamtlich machen, nach solchen Fahren. Weil diese Liona da gegrillt, das ist wirklich ein Traum. Also ich bin mit wenig da zufrieden und im Prinzip leichter geht's ja nicht. Wurst aufmachen, auf den Grill legen und essen. Und es ist da einfach diese Atmosphäre. Da kommen auch noch andere rund ums Saarland dorthin und der eine bringt noch Baguette mit, das hat er dann morgens in Frankreich noch schnell geholt. Ja. Und dann hat man eine tolle Arbeitsatmosphäre und der Rest ist einfach Genuss. Ne? Also es beginnt mit einem Genuss, dann kommt Genuss und es endet mit Genuss. Vielleicht gibt es am Ende sogar, je nachdem, wer da Regisseur ist, ich möchte keine Namen nennen, gibt es am Ende vielleicht auch so einen Carlsberg-Urpilz. und das macht den Tag dann rund. Was ich allerdings jetzt auch, bevor wir hier irgendwie, es gucken ja vielleicht auch andere zu, das bedeutet nicht, dass da die Leute im FCS-Trikot sitzen, ne? Oder irgendwie dann nicht mehr neutral an die Sache rangehen. Das ist natürlich ganz im Gegenteil. Sonst könnte man den Job natürlich auch nicht machen. Wenn man das jetzt mal kurz sportlich nochmal sieht, du kennst die dritte Liga, du kennst die Kader der jeweiligen Teams, du kennst die Stadien und die Stimmung dort. Was sagst du? Im Moment steht der FCS auf Platz 2. Gehört er dahin? Wie stehen die Chancen, dass er am Ende der Saison da auch immer noch steht? Ich möchte mal so tun, als wären wir hier im Doppelpass. Die Tabelle lügt nicht. Ja, zack, 2 Euro. Genau, 2 Euro ins Phasenschwein. Also, was war das bitte für eine kaum zu greifende Hinrunde, sage ich mal, für den FCS?
Irgendwie war durchgehend schlechte Stimmung. Ja, jeder hat sich gefragt, was spielen wir hier eigentlich für einen Scheißdreck, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber trotzdem hat man gepunktet ohne Ende. Uwe Koschinat musste gehen. Das hat man, je länger man sich mit dem FCS beschäftigt hat, und ich habe ja dann wirklich einige Spiele auch begleitet, man hat das einfach gespürt. Irgendwie ist da was zu Ende gegangen. Vielleicht ist das auch nie zusammen gewesen, aber man merkt ja irgendwann, wenn etwas endet. Und dann sollte man auch zur richtigen Zeit sich trennen. Und das hat man in dem Fall meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut, sehr respektvoll gemacht. Uwe Koschinat konnte auch noch etwas dazu sagen, der im Übrigen auch Dinge angeschoben hat und so ein bisschen auch was gesät hat, was man dann vielleicht jetzt und auch in Zukunft noch ernten kann. Und dann ging natürlich das Theater los, Rüdiger Ziel, ja, ich will nicht, aber ich mache jetzt, aber ich will eigentlich nicht und jetzt hole ich noch einen und der, den ich wollte, der kommt aber nicht, der hat mir gestern abgesagt, jetzt mache ich es, aber eigentlich will ich nicht und jetzt bin ich doch Trainer, jetzt hole ich mir noch meinen Co-Trainer, aber ich mache es nur bis zum Ende des Jahres und jetzt bin ich mir mal, jetzt warte ich mal ab, wenn der FCS aufsteigt in die zweite Liga, aber dann sagt, nee, ich will ja gar nicht, ne? Also das war echt crazy, aber hochverdient. Nur eine Sache trübt natürlich die ganze Geschichte, das ist die schwere Verletzung von Sebastian Jakob, der immer noch Topscorer in dieser Saison. Ich hoffe einfach, dass der wieder gesund wird. Der hat ja schon das ein oder andere erlebt in seinem Leben. Und dass er wieder auf die Beine kommt. Hat ja jetzt auch geheiratet. Ja, hat ja eine wunderbare Frau an seiner Seite, die auch immer auf der Tribüne anfeuert. Alleine diese Sache, wenn man da schaut, Entschuldigung, dass die Antwort jetzt 1.000 Jahre lang Alles wird, gut. aber wenn man das sich anschaut, man guckt da unten auf die Tribüne und sieht die Partnerin, die Freunde, die Familienmitglieder von den Spielern. Ja, dann habe ich das Gefühl, das sehe ich in keinem anderen Stadion, wie krass die mitfiebern, wie die dabei sind. Und zwar nicht nur ihren eigenen Partner auf dem Rasen, der vielleicht sogar gar nicht auf dem Rasen steht, sondern im Prinzip haben die so dieses FCS-Ding in sich implementiert, auch wenn drumherum vielleicht nicht immer alles einfach ist. Also das ist meiner Meinung nach auch ein Faustpfand. Wie gehst du eigentlich ab, wenn du bei deinem Herzensverein Borussia Mönchengladbach im Stadion bist? Bist du so ein Schreihals? Ich hab ja für den Verein 5 Jahre gearbeitet. Jetzt Ja. weißt du ja, wie das ist, wenn man für seinen Herzensverein arbeitet. Dann ist das mit der Liebe nicht mehr so leicht. Aber ich war einmal im Stadion danach, seit ich da aufgehört habe. Und das war beim 5-0 im Pokal gegen die Bayern. Da kannst du davon ausgehen, dass ich gejubelt habe. Ansonsten verfolge ich alles. Aber das ist wie, ja, wie kann man das überhaupt beschreiben? Also, seit ich 11 bin, bin ich Fan von Borussia Mönchengladbach. Dann habe ich 5 Jahre dort gearbeitet und jetzt anderthalb oder fast 2 Jahre nicht mehr. Ich muss wieder meinen Zugang finden zum Fansein. Ne, wenn ich habe, glaube ich, 90 oder 95 Fußballspiele in diesem Jahr kommentiert. Und dann privat noch Fußball gucken, das muss ich erstmal irgendwie hinbekommen. Ne? Ja, glaube ich. Das Schöne ist ja bei Gladbach, auch da zieht sich wieder die saarländische Linie durch mit Patrick Herrmann, der da gefühlt seit 50 Jahren spielt. Wobei der sich, glaube ich, gar nicht mehr so als Saarländer sieht, habe ich den Eindruck. Doch, auf jeden Fall. Wir haben auch immer über den FCS zum Beispiel gesprochen, als ich da noch gearbeitet habe, weil der guckt sich die Spiele übrigens auch an, wenn er kann, und hat auch immer die Daumen gedrückt, kannte auch den einen oder anderen Spieler, natürlich zum Beispiel Daniel Batz, aber wer kennt den nicht, ne? Und also der fühlt sich da auch, weil er ist ja auch immer zu Hause. Also je öfter oder so oft er kann, geht er nach Hause, hat da, glaube ich, auch für die Familie ein Haus gebaut. Und ich will jetzt nicht sagen, trägt den FCS im Herzen, aber hat ihn durchaus irgendwo in seinem Körper versteckt. So muss das ja auch sein. Schließlich war er auch bei uns in der Jugend, kommt aus Uchtelfangen und ist schön, dass er Blau-Schwarz auch immer noch in seinem Herzen hat. Genau, Uchtelfangen, Ist auch so das schön, fiel mir ne? nicht ein. Ja. Ja, wunderschön. Wenn man jetzt guckt, du bist Kommentator bei Magenta, Kommentator bei Sky, Kommentator für die Europa League bei RTL, hast für die Telekom Europameisterschaft und Weltmeisterschaft kommentiert. Ich habe den Eindruck, auf deiner Bucketlist ist jetzt gar nicht mehr so viel ohne Haken. Oder ist da noch was? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur beruflich alles, ne? Also da Ja. steht noch eine Menge drauf, aber ich möchte natürlich, warum soll ich, also es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber natürlich möchte ich irgendwann mal Bundesliga kommentieren, ne? Also das ist natürlich ein absoluter Traum, wofür ich arbeite, wofür ich alles gebe. Also ich gehe jetzt nicht in ein Spiel rein und sage so, jetzt gebe ich heute mal so viel Gas, damit ich nächste Woche Bundesliga mache. Im Gegenteil, ich versuche immer den Moment zu genießen und auch immer den
das hört sich so komisch an. Ich bin ja 33, ich bin ja noch jung, aber es gibt ja noch Jüngere, die jetzt kommen. Die sind 10 Jahre, 12 Jahre jünger als ich und dann fragen die, so wie ich damals gefragt habe. Und ich sage denen immer, ihr müsst im Moment sein, ja, ihr müsst nicht immer schon an den nächsten Schritt denken. Jeder sagt sich, wie komme ich denn in die Bundesliga? Wie komme ich denn in die Champions League? Damals war die Champions League für mich Regionalliga. Alleine ein Spiel zu kommentieren, ein Fußballspiel und dafür auch noch bezahlt zu werden, das war für mich die Erfüllung aller Träume. Und wenn du da hinkommst, sowohl beruflich als auch privat, dass du es schaffst, im Moment zu sein, nicht zu denken, was war das alles für eine Scheiße und was kommt da noch für ein Müll vor mir, sondern im Moment zu sein, dann fühlt sich das Leben irgendwie lebenswerter an und ich bin mit allem, was ich mache, zufrieden und wenn es so weiterläuft, bin ich mehr als zufrieden. Wenn es nach oben geht, bin ich herzlich gerne da, natürlich nicht unter allen Bedingungen und wenn es nach unten geht, dann war es eine schöne Zeit, aber dann finde ich sicherlich auch noch einen weiteren Sinn im Leben. So viel beruflich und privat, Herrgott, was weiß ich, was da noch kommt, ne? Am Ende wird es irgendein schönes Häuschen im Saarland, in Ochtelfang, als Nachbar von Patrick Herrmann. Genau, wenn er vielleicht gibt er mir eine Haushälfte ab, dann gehe ich ins Saarland und dann, was weiß ich, werde ich Bauer und Vater von 6 Kindern. So. So nämlich. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viele tolle Momente in New York. Eine ganz tolle Zeit. Lass das Jahr ordentlich ausklingen und freue mich sehr, wenn wir uns dann spätestens nächstes Jahr sehen. Zum Saarduell, um dir das jetzt schon mal klar zu sagen, ist kein Derby. Zum Saarduell gegen Warum ist Elversberg. das kein Derby? Ach, weil wir Warum? die nicht ernst nehmen, selbst wenn die vor uns stehen. Das ist halt Elversberg. Aber haben die euch nicht immer im Pokal geschlagen? Das ist uns scheißegal. Ist es egal? Also ist es wirklich, ich sage nicht Saar-Derby, es ist ein Saar-Duell. Ist richtig. Es ist ein Saarduell. Also wirklich, die FCS-Fans werden es dir dankend anpreisen, wenn du da von Duell sprichst. Und im Gegenteil, sie werden sogar sauer sein, wenn du es Derby nennst. Weil Derbys sind es gegen Homburg oder gegen diese Mannschaft vom Schuldenberg, aber gegen Elversberg, das ist ein Duell. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Muss aber dazu sagen, auch wenn vielleicht, aber ich glaube, ich habe bis jetzt jeden FCS-Fan, den ich kennengelernt habe, ist ein realistischer und auch ein Fußballinteressierter. Das, was Elversberg spielt in der Hinrunde, Ja. Hut ab, Chapeau, muss man sagen. Ne? Ja. Machen Sie Wehe, du wirklich. schneidest das raus. Nein, ich lasse es drin und ich sage es auch öffentlich, das machen Sie tatsächlich sehr gut bisher. Aber es sind noch Dann danke 21 ich Spieltage. dem ehemaligen Stadionsprecher des FCS, Christoph Kautz, nach dieser Aussage, dass er mich eingeladen hat. Die Zeit vergeht ja re relativ schnell. Ich war noch bereit, dir alles an privaten Geschichten zu erzählen und an Träumen und Kontonummer und was weiß ich nicht alles. Das Aber ich machen wir muss das weg. nächste Mal. Ich wollte gerade sagen, wir waren für 20 Minuten verabredet und haben schon die halbe Stunde gekratzt. Vielen, vielen Dank. Tolle Zeit in New York. Wir sehen uns im Ludwigspark. Danke. Habe die Ehre. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Dann seid ihr jetzt dran. Ich hätte noch ein bisschen Zeit in diesem Jahr, also eine Folge würde ich vielleicht noch hinbekommen. Sagt mir doch gerne, wen würdet ihr denn gerne mal bei Tauzi ruft ansehen? Entweder jemand, der schon mal da war, von dem ich noch ein paar mehr Sachen rausfinden soll, oder jemand, der noch gar nicht da war. Schreibt es gerne hier in die Kommentare und drunter. Ich bin sehr gespannt und ansonsten freue ich mich wie immer sowieso über euer Feedback und über eure Likes und wenn ihr diesem Kanal folgt. Vielen Dank, bis bald.